Seien Sie herzlich gegrüßt zur Hessenschau am Samstag mit diesen Themen. In Wiesbaden haben muslimische Pfadfinder die sogenannte Flamme der Hoffnung ins Rathaus gebracht. Die Jugendlichen haben die Fackel an Stadträtin Rose-Lore Scholz übergeben. Damit wollen die muslimischen Pfadfinder das friedliche Zusammenleben von Menschen mit Migrationshintergrund in der deutschen Gesellschaft unterstützen. Mit ihrer Fackel besuchen sie bis zum nächsten Jahr mehrere Gemeinden und tauschen sich mit den dort ansässigen Jugendverbänden aus.